einer Verkündigung die gleiche Position des Engels, der gleiche Hocker, wie bei 2. Pisserin von Cluny. Bei einem Narziss im Museum von Boston entdeckt man die Blumen, die Tiere und den gleichen Brunnen wieder. Von einem Wandbehang, der zur damaligen Zeit gewebt, aber im 18. Jahrhundert zerstört wurde, sind Fragmente erhalten. Eines dieser Teile zeigt Penelope beim Weben einer Tapisserie. Gesicht und Haartracht erinnern an die Dame mit der Orgel. Der Maler und Urheber all dieser Kartons hat also in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts im Auftrag reicher Familien aus dem königlichen Umkreis in Paris, Lyon und in der damaligen Provinz Bourbonnais gearbeitet. Die Tapisserien wurden wahrscheinlich in Nordfrankreich oder den Niederlanden, in Brügge oder Brüssel gewebt. Manche betrachten die fünf Sinne als eine Art Zyklus. Das sechste Stück wäre dann ein Fazit. Die Freiheit, die mit den Sinnen verbundenen Leidenschaften zurückzuweisen. Das Motto könnte also einer Verweigerung Nachdruck verleihen. Die Dame wählt kein Juwel aus, sondern legt im Gegenteil ein Schmuckstück, das in ein Tuch gehüllt ist, in das Kästchen, um sich davon zu trennen. À mon seul désir könnte dann bedeuten, nur wie ich es will. Aber man kann zahlreichen weiteren Hinweisen in den Bildern des Wandbehangs nachgehen. So bestehen zum Beispiel die Tierpaare aus feindlichen Arten. Fuchs und Lamm, Ginsterkatze und Hase, kleiner Löwe und Hase. Diese Bilder beschwören also eine versöhnte Welt, eine Art Paradies. Mehrere Tiere haben eine moralische Funktion. Der Fuchs oder die Elster gemahnen an die Hohlheit von Phrasen oder die Verlockung durch Äußerlichkeiten. Die Affen sind Abbilder des Menschen, den sie hemmungslos imitieren, womit sie schlechten Gebrauch von ihren Sinnen machen. Sie stehen für die wilde, ungezügelte Natur. Der gefesselte Affe, den man bei Dürer findet, ist Symbol der gezähmten Instinkte. Die Hunde oder die Tiere mit Halsband erinnern auch an die eroberte, bezähmte Liebe. Hasen sind zahlreich vertreten, etwa 30 insgesamt. In den religiösen Allegorien symbolisieren sie fleischliche Liebe und Wollust. In Van Eycks Gemälde »Die Madonna des Kanzlers Rollin« hat die Säule der heiligen Stätte die Hasen unter sich begraben. Vermehrungsfreudig und nachtaktiv sind die Hasen auch die Tiere der Venus. Sie stehen für Fruchtbarkeit und gutes Gedeihen. Sie tummeln sich auf einem Fresko in Ferrara, das der Liebesgöttin gewidmet ist. Eine sehr verwandte Figur ist der Hund. Als Hüter des Hauses symbolisiert er Ehe, körperliche Liebe, Treue. Er taucht sowohl zu Füßen der Arnolfini-Hochzeit Van Eycks auf, als auch an der Seite einer Venus von Memling. Er sitzt auf der Schleppe der Dame mit dem Vogel, zugleich Symbol verstärkter Treue und Inbesitznahme. Der Vogel, den die Dame füttert, steht in der Poesie der damaligen Zeit für das Bild des Liebhabers. Der gleiche Assoziationsreichtum findet sich in der Flora. Das Veilchen, die Paradiesblume, ist in der Liebespoesie die Blume der Sehnsucht. Das Gänseblümchen, die Osterblume, ist auch das Zeichen der Venus. Aus der Nelke wird der Brautkranz geflochten. Orange oder Chinaapfel könnten die Frucht des Baums der Erkenntnis im Paradies sein. In der profanen Literatur begleitet die Blüte des Orangenbaums die jungen Mädchen und seine Frucht steht für Ehe und Fruchtbarkeit. Die Eiche bedeutet Entschlossenheit, Treue, Glück. Der Ilex, der Christdorn, schützt das Haus und wird mit der Geburt Christi assoziiert, also mit der Geburt eines Kindes. Die immergrüne Kiefer symbolisiert Beständigkeit. Die mit der Jungfrau Maria verbundene Rose wird zum poetischen Äquivalent der Geliebten, zum klassischen Symbol der irdischen Liebe.
Der abgeschlossene Garten der Jungfrau Maria ist so, Kraft der Legenden, zum blühenden Feld geworden, das heißt zum Liebesgarten, in dem sich die Liebenden finden. Er ist von nun an das Reich der Venus. In diesem friedlichen Universum erscheint nur ein Tier kriegerisch, der Falke. In einer Tapisserie bedroht er eine verängstigte Elster. In zwei weiteren stürzt er sich auf den Reiher. Dieses Bild war damals stark verbreitet. Man findet es bei Carpaccio und bei vielen anderen Malern. Auf dem Fresko der Venus mit den Hasen greift der Falke den Reiher an, der sich umgewandt hat und ihm trotzt. Diese Figur, einem geläufigen Jagdgenre der Epoche entlehnt, ist in Wirklichkeit ein Symbol sexuellen Verlangens. Einer der Partner macht sich zum Besitzer des anderen. Der Falke, ein mutiger Raubvogel, greift den feigen Reiher an und trifft ihn ins Herz. Aber entgegen dem Anschein wird der Falke mit der Dame gleichgesetzt und der Reiher mit dem Geliebten. Die edle Dame verführt den Geliebten und wird seine Herrin, indem sie ihn ins Herz trifft. Über dem Narziss, der nur sich selbst liebt, wendet sich der Falke vom Reiher ab. In den Tapisserien von Cluny verfolgt der Falke seine Beute, hat aber noch nicht zugeschlagen. Die heraldischen Zeichen scheinen das Gleiche auszudrücken. Der edle Ritter muss seine Dame erst noch erobern. Die Turnierlanzen sind erhoben, ein Zeichen, dass der Liebeskampf bevorsteht oder unterbrochen ist. Und der Pavillon findet sich in zahlreichen Ritterromanen. Er ist mit goldenen Zeichen bestickt, die Flammen sein könnten, Flammen der Leidenschaft. Dann würde die Dame nicht, wie wir vermuteten, den Freuden dieser Welt entsagen, indem sie sich ihres Colliers entledigt. Sie könnte sich vielmehr entkleiden, um den Pavillon zu betreten. Der sitzende Hund wartet geduldig wie ein treuer Liebhaber. Der Löwe, Symbol der Manneskraft, brüllt. Das Einhorn, Symbol der Keuschheit, ist wachsam. Beide Tiere unterstreichen die Feierlichkeit und Intensität eines vielleicht erotischen Moments. A mon seul désir oder mon seul désir könnte das stolze Motto der Familie Leviste gewesen sein. En la cité de gracieux désir. De Léal Cœur content de joie, ma maîtresse, mon seul désir. Das Wort Désir meint in der Poesie von Charles d'Orléans oder den zeitgenössischen Romanen in den meisten Fällen die Liebessehnsucht. Aber die Inschrift ist seltsam. Während Seul von Mon und Désir durch rautenförmige Verzierungen getrennt ist, steht nach dem A ein Punkt und nach Désir stehen zwei. Der folgende Buchstabe könnte ein I sein. Die Inschrift läse sich dann Mon seul désir, eingerahmt von zwei Initialen. Das erste stünde für den Auftraggeber, das zweite wäre das Initial dessen, dem das Werk gewidmet ist. Der Cousin von Jean Leviste, Aubert, war mit Jeanne Baillet verheiratet. Das J schrieb sich I. Der Sohn Auberts, Antoine, hat Jacqueline Raguillet zur Frau genommen. Das A und das I könnten also diese beiden hochgestellten Persönlichkeiten betreffen. Die Doppelknoten des Seils, von dem das Zelt gehalten wird, umfassen auch die beiden Buchstaben A und I. Knoten als Symbole der ehelichen Bindung oder Liebesbande und Initialen spielen eine große Rolle in den Tapisserien dieser Epoche, die häufig Hochzeits- oder Verlobungsgaben waren. Schließlich könnte das Motto ein Anagramm des Namens Leviste sein, da T und D häufig verwechselt wurden. Kann man das Bilderrätsel noch weiter entschlüsseln? In Sehen hält die Dame den Spiegel, aber das Einhorn erblickt sich darin. In Hören bedient sie die Orgel, aber zum Vergnügen des Löwen, des Einhorns und der anderen Tiere.
Blümchen riechen, flicht sie einen Kranz. Aber es ist der Affe, der an einer Rose riecht. Die Frauen und jungen Mädchen sind also nicht wirklich beteiligt an unserer Sinnenwelt. Sie wirken wie abwesend. Im Mittelalter trugen die Frauen den Kopf stets bedeckt. Das freifallende Haar, der gelockte oder mit einem Band zusammengehaltene Haarschopf, sicherlich inspiriert durch griechisch-römische Statuen, ist Zeichen einer Frau oder Göttin der Antike. Galatea, Flora, Penelope. Aber auf dem Kopf zusammengebundenes Haar, Turban oder auch Diademhaube, finden sich in den Sibyllenabbildungen einer florentinischen Grafikreihe von 1470 wieder. Diese Prophetinnen des Altertums wurden von der katholischen Kirche in Besitz genommen, weil sie angeblich die Ankunft Christi vorhergesagt hatten. Als sehr beliebte Figuren sind sie im Mosaikpflaster der Kathedrale von Siena und in zahlreichen anderen Bauwerken verewigt. Es gab damals 10 Sibyllen, genauso viele, wie sich an weiblichen Personen, Frauen und junge Mädchen zusammengenommen, auf dem Wandbehang finden. Aber warum eine 6. Tapisserie? Im November 1474 bittet Lorenzo de' Medici einen Philosophen an seinem Hof, Marsilio Ficino, das Gastmahl von Plato zu kommentieren. Ficino, ein gelehrter Gräzist, entwickelt eine ganze Theorie des Schönen. Um das Schöne zu erkennen, verfügt der Mensch demnach über 6 Mittel. Seine 5 Sinne und einen 6. das Begriffsvermögen. Tasten, Schmecken, Riechen führen zum Erkennen der Materie. Hören, Sehen, Begreifen zum Verstehen. Und diese letzten 3 Mittel reichen aus für die Liebe. Die Liebe ist das Verlangen nach Schönheit und die Schönheit ist Gott. Die Suche nach Liebe ist also eine Suche nach Gott. Das glühendste Verlangen wird von nun an als eine göttliche Offenbarung betrachtet. Die Göttin Venus steht im Zentrum dieser philosophischen Spekulationen. Diese Theologie der Liebe beeinflusste sogleich ganz Europa. Dutzende literarischer oder malerischer Werke ließen sich davon inspirieren. Sehr bald zirkuliert der Kommentar Ficinos am Bourbonenhof in der Umgebung von Anne de France, der Tochter Ludwigs XI., die zusammen mit ihrem Mann Pierre de Beaujeu die Regentschaft nach dem Tod des Königs weiterführt. Kein Wunder also, dass gerade im Bourbonnais die Tapisserien der Familie Levist und einige weitere im gleichen Stil in Auftrag gegeben wurden. Einer der Gelehrten im Umkreis der Beaujeu, Saint-Florin Champier, verfasst auf Wunsch der Regentin ein Buch der Prophezeiungen und Weissagungen der Sibyllen, das sowohl die Übersetzung der sibyllinischen Prophezeiungen als auch Ficinos Kommentar über die Liebe enthält. Das waren die Grundlagen einer neuen philosophischen Strömung, die disparate Welten vereinte. Die Heraldik, die in der aristokratischen Tradition der Turniere stand und sich auch als Beschwörung des Liebesduells lesen ließ. Die höfische Poesie, die vom Christentum den Gedanken des Paradieses übernommen hatte, um daraus den Liebesgarten zu machen. Die Bestiarien, deren Tierbeschreibungen Allegorien der menschlichen Leidenschaften waren. Die wunderbare Märchenwelt mit ihren magischen Objekten. Schließlich die Personen der antiken Mythologien. Die Sibyllen dienen feengleich als Vermittler zwischen diesen imaginären Welten. Der äußersten Verdichtung dieser geheimen Sinnenwelt verdanken wir 6 eigentümliche Momente, die wir nicht mehr so wahrnehmen können wie die Eingeweihten der damaligen Zeit. Aber eines vermitteln sie auch uns Heutigen. Sie künden vom Verlangen, von der Suche nach Schönheit.
Movie durch das Baltikum.